Ich war als Kind damals ein übelster Fernsehjunkie. Gefühlt habe ich jede Kinderserie gesehen, sei es von Super RTL, Nick, Pokito oder dem Disney Channel. Ich könnte euch so viele Cartoons aufzählen, die ich gesehen habe, dann würden wir aber noch bis morgen hier sitzen. Viel interessanter ist hierbei doch eher, welche Kinderserien ich noch so gar nicht gesehen habe. Und ich kann euch sagen, da gibt es auch auf jeden Fall ein paar, wo ich jetzt bereits die Hate-Kommentare reinfliegen sehe. Aber naja. Wir fackeln nicht lange. Ich stelle euch nun die Kinderserien vor, die ich nie komplett gesehen habe. Falls euch meine Videos gefallen und ihr mehr Videos zu sämtlichen Cartoons sehen wollt, abonniert doch gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten starten wir dann auch direkt mit der ersten Serie. Und wir beginnen auch direkt mit einem Klassiker, wo jetzt bereits manche sagen werden, dass das nicht sein kann, dass ich diese Serie nie gesehen habe. Aber doch, es ist so. Denn ich habe noch nie bis jetzt so wirklich Willkommen in Gravity Falls gesehen. Gravity Falls kam ja 2012 raus und das war so die Zeit, wo ich auch so langsam immer weniger Fernsehen geguckt habe. Ich bin da auch in dem Jahr umgezogen und dann hatte ich erstmal lange gar kein Fernsehen gehabt und als ich dann wieder einen hatte, war dieser einfach nicht mehr so wirklich relevant für mich, weil da Games und das Zocken interessanter waren. Und im Endeffekt habe ich dann auch tatsächlich ab da keine Kinderserien mehr gesehen und lieber Nintendo Games gezockt. Dann kam dazu ein bis zwei Jahre später YouTube als neues Hobby in mein Leben und ab da gab es eigentlich nur noch YouTube. Und eben das Zocken. Weitere Jahre später kam es dann bei meinen Freunden raus, dass ich Gravity Falls nie gesehen hatte. Und mir wurde dann so oft gesagt, was das für eine super geile Serie ist und dass ich mir diese unbedingt mal anschauen soll. Aber das Interesse war nie wirklich da. Ich habe aber viele Jahre später, nämlich 2021, der Serie eine Chance gegeben. Und ich sag's mal so, ich habe 5 Folgen bis dahin gesehen. Und ja, das war's. Die Serie war nicht schlecht, es kamen aber immer andere, spannendere Serien, die ich für mehr gucken wollte dazu. Ich kam dann nie mehr dazu, mir das weiter anzuschauen und im Endeffekt hat es sich dann so im Sande verlaufen. Gravity Falls ist aber so eine Serie, die ich nochmal eine Chance geben würde. Da sind auf der Liste gerade noch so ein paar Anime, die ich zu Ende gucken möchte, aber Gravity Falls ist da schon weiter oben auf der Liste. Es geht weiter mit einer Kinderserie bzw. einem Anime, welcher damals unter anderem auf Pokito lief. Pokito habe ich damals ebenfalls gesuchtet. Ich habe alle Serien davon gesehen nach der Schule. Ja, ich war auch so einer dieser Kids, der um 13 Uhr Schule aus hatte, dann nach Hause rannte, den Schulranzen in die Ecke geschmissen, sofort den Fernseher angemacht und alles von nachmittags bis abends dann durchgesuchtet hatte. Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh!, Detektiv Conan, alles. Alles außer Dragon Ball. Ich habe vielleicht 2 Folgen, wenn überhaupt, in meinem Leben von Dragon Ball gesehen. Aber sonst gar nichts. Ich kannte Dragon Ball, ja. Mein Cousin hat das damals übelst gefeiert und mir das Ganze auch erklärt. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich fand das einfach komplett langweilig. Ich wollte viel lieber so Sachen wie Pokémon, Digimon oder Yu-Gi-Oh! Gucken, wo man mit den verschiedensten Monstern kämpft, als selber mit overpowerten Fähigkeiten gegen andere Charaktere zu kämpfen. Die Spiele fand ich cool. Ich hatte damals auf der PS2 die Dragon Ball Budokai Tenkaichi-Reihe gehabt und gezockt. Ich kann mich auch noch ganz genau an einen Moment erinnern, als ich einen Kampf verloren hatte in diesem Game. Alter, ich bin da komplett ausgerastet und habe da mit einem Löffel diese Spiel-CD aus der PS2 entnommen und das Game komplett zerkratzt. Frag mich nicht, warum das so passiert ist. Ich glaube, ich wollte diesen Loss einfach nicht wahrhaben. Ich wollte das nicht so akzeptieren. Ja. Aber um nochmal auf die Serie zurückzukommen, die Serie habe ich wirklich nie angeguckt. Ich hatte nie wirklich Interesse dafür. Und habe es bis jetzt auch nicht, das Ganze nachzuholen. Ebenfalls eine Serie, die ich bisher noch gar nicht gesehen hatte, die jeder kennt, welche würde ich mal jetzt behaupten, zum Fernsehkult dazugehört, die glaube ich auch echt jeder gesehen hatte, wären die Dinos. Und ja, die Dinos kenne ich, klar, aber diese Serie ging so absolut an mir vorbei, das glaubt man nicht. Ich habe nichts davon gesehen. Ich fand die Dino-Charaktere damals so gruselig und so verstörend irgendwie, dass ich mir das damals gar nicht ansehen wollte. Ich habe dann doch viel lieber Barney geguckt, also diesen verrückten Typen hier. Ja, ich weiß, nicht unbedingt besser. Barney ist aus jetziger Sicht sogar viel gruseliger als die Dinos, aber mein Kindheits-Ich hat da anders gedacht. Von den Dinos habe ich auch tatsächlich erst später irgendwann mitbekommen, dass es die gibt, so mit 14, 15 oder so. Aber die Serie habe ich mir da nicht angeguckt, weil ich dachte, dass es genauso eine verstörende Serie wie Barney ist. Und so kam ich bis heute nie in den Genuss von den Dinos. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen mehr mit den Dinos befasst und die gibt es ja auch jetzt bei Disney Plus. Also die Hoffnung besteht, dass ich mir die Serie auch irgendwann anschaue. Um jetzt nicht nur bei Animationsserien zu bleiben, gehen wir mal rüber zu den damaligen Serien mit echten Darstellern.
Und dort gab es ja wirklich unheimlich viele Serien, die auch zudem ziemlich nice waren. Wir hatten iCarly, Victorious, Drake & Josh, Zoe 101 und. Und die waren alle nice. Ich habe sie alle geliebt. Aber eine solcher Serien ging ebenfalls komplett an mir vorbei, nur mit dem Unterschied, dass keiner, den ich kannte, die Serie auch gesehen und davon berichtet hat. Und zwar rede ich hier von Das Haus Anubis. Mir wurde jetzt oft gesagt, dass die Serie auch irgendwie wie Gravity Falls sein soll, auch soll sie unfassbar gut sein, doch diese Serie ging mir komplett am Schnürsenkel vorbei. Ich fand die Serie damals irgendwie nicht so nice, beziehungsweise nicht so interessant. Ich habe sie, um ehrlich zu sein, auch immer vermieden und heute kann ich damit auch nicht wirklich viel anfangen. Ich bin auch einfach nicht so ein großer Fan von so Mystery-Serien, von den meisten Mystery-Serien, ja, wo man so Geheimnisse aufdecken muss, wo unheimliche Dinge passieren und man muss herausfinden, wie es dazu gekommen ist. Das ist einfach zum Großteil nicht so meins, okay? Oh Gott, ey, nach diesem Video werde ich, glaube ich, einfach gehasst, weil ich so viele Klassiker einfach nicht gesehen habe. Naja. Ich habe damals ein Video über Beyblade gemacht, wie stark mich diese Serie geprägt hatte. Ich habe alles, was ich mit Beyblade verbinde, in diesem Video erzählt. Das war auch mein allererstes Video auf diesem Kanal. Und alles, was ich dort gesagt habe, ist auch zu 100% wahr. Aber ich muss euch dennoch was beichten. Ich bin erst bei der Beyblade Metal Reihe, also Beyblade Metal Fusion und Beyblade Metal Masters reingekommen. Ich hatte auch damals von dieser Reihe Beyblades bis zum Abwinken, ich hatte Arenen, ich hatte alles mögliche davon. Aber die erste Beyblade Serie mit Tyson und Ragoon zum Beispiel, habe ich gar nicht gesehen. Das Intro kenne ich, das ist genauso legendär wie das Beyblade Metal Intro. Aber dennoch, die Anime-Serie dazu habe ich nie gesehen. Vielleicht mal ein paar Folgen, weil ich Tyson und Kai wirklich cool fand mit ihrem Bass. Also irgendwas davon habe ich bestimmt mal gesehen. Aber mir das komplett angeguckt, habe ich bis heute ebenfalls nicht. Ich war wirklich nur in dieser einen Beyblade Metal Phase drin, also mit Shinga, Ryuga, Kenta, Masamune und wie sie alle heißen. Und das war so meine Welt. Schreibt mal in die Kommis, findet ihr die Serie mit Shinga, Ryuga, Masamune und so weiter interessanter, beziehungsweise besser, oder die mit Tyson, Kai, Rei etc. Ich habe so das Gefühl, dass viele sagen, ja, die erste ist nicer, weil das einfach so die erste war. Und diese ist voll cool mit Dragoon und so. Aber kennen nicht mehr Leute die Metal Fusion Reihe mit Linga und Pegasus? Und hatten nicht mehr Leute diese Beyblades? Ich weiß nicht. Schreibt's mal rein. Ich werde mir aber auf jeden Fall noch die erste Beyblade Reihe anschauen. Und da fällt mir gerade ein, alles nach der Metal Reihe muss ich auch noch schauen. Das wird auch noch auf jeden Fall gemacht. Oh Gott. Jetzt kommt eine Serie, von der ich ebenfalls nicht wirklich viel gesehen habe. Ich glaube, das ist so von den Serien, die ich heute vorstelle, die größte Sünde, dass ich die nicht gesehen habe. Wobei Gravity Falls spielt doch noch weiter oben mit, aber Adventure Time habe ich ebenfalls nie wirklich gesehen. Ich kannte bis vor kurzem so 0,0 von der Serie. Das ging wirklich komplett an mir vorbei. Ich wusste nichts über die Hauptfiguren, ich wusste nicht, was da so passiert. Normalerweise kennst du ja zumindest so die Richtungen, in die es geht, du weißt, was da so passiert ungefähr, aber hier kannte ich auch einfach gar nichts. Ich hatte nicht mal vor, mir das irgendwann anzusehen. Aber dann eines Abends war ich bei ein paar Freunden von mir und dann wussten wir einfach nicht, was wir machen wollen. Wir hatten vorher ein wenig gezockt, das wollten wir dann nicht mehr und dann haben wir einfach ein paar Folgen Adventure Time geguckt. Es wurde einfach angemacht und ich dachte mir so, boah nee, das kenne ich nicht wirklich, ich weiß nicht, irgendwie taugt mir das nicht so. Ja, ich hatte da nicht so wirklich Lust drauf, aber wir haben es trotzdem gesehen. Ich glaube, wir haben auch so 9 oder 10 Folgen geguckt und ich muss echt sagen, es war wirklich unfassbar weird. Also ich glaube, das war so mit Abstand die weirdeste Kinderserie, die ich je gesehen habe. Ich konnte so oft die Zusammenhänge davon nicht verstehen und hatte nicht nur ein oder zweimal ein fettes Fragezeichen im Kopf gehabt. Ich muss sagen, diese 10 Folgen oder so haben mir dann auch erstmal gereicht, ja. Mehr als diese habe ich bisher auch nicht gesehen. Aber kennt ihr so Sachen, ob ihr Spiele oder Serien oder was auch immer, die so bescheuert, so kacke sind, dass sie auf eine andere Art und Weise irgendwie interessant oder nice sind? So habe ich Adventure Time gefunden. Ich fand es absolut weird, aber auch irgendwie interessant und gar nicht mal so schlecht. Komplett gesehen habe ich es bisher wie gesagt nicht, aber gut, ich habe gerade gegoogelt und erfahren, dass diese Serie 10 Staffeln hat und ich weiß nicht, ob ich mir 10 Staffeln von dieser Weirdness anschauen will. Ich war schon bei den ersten 10 Folgen bereit für die Psychiatrie, wie werde ich dann nach 10 Staffeln sein? Aber mal sehen. Falls hier irgendjemand von euch, by the way, in Schockstarre verfallen ist und ich weiß, was er dazu denken soll, es tut mir unfassbar leid. Vielleicht waren hier wirklich eure Lieblingskinderserien dabei und genau diese habe ich halt einfach nie gesehen, aber ich wollte hier einfach mal ehrlich sein und ich meine, ich rede die ganze Zeit über Serien, die ich 1000-mal geguckt und übel gefeiert habe, da kommt so ein Video doch eigentlich ganz gut, um eine andere Seite zu sehen.
Es gibt aber auch tatsächlich noch mehr Kinderserien, die ich nicht gesehen habe. Falls ich einen weiteren Teil dazu machen soll, zeigt mir das gerne mit einem Like und einem Kommentar. Dann mache ich das doch gerne. Hasst mich nicht zu sehr in den Kommentaren und ja. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut und ciao.